Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Roughnecks Box von Rough Fiction. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Roughnecks von Rough Fiction. Das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Genre Deutschrap. So sieht das aus. Eine recht kompakte Box in schwarz gehalten. Hier oben lesen wir in türkiser Schrift Rough Fiction Productions Presents. Dann haben wir hier so einen Militärhelm, also sieht so nach US-Armee aus. Und dann lesen wir hier die Schrift Roughnecks, diverse Patronen, die hier auf dem Helm stecken. Und dann auch noch hier so ein kleiner Button mit dem Friedenssymbol. Hier unten haben wir dann noch drei Streifen in Türkis. Auf der Seite ist das Ganze in schwarz gehalten und hier gibt es dann nochmal die drei Streifen. Auf der Rückseite lesen wir Roughnecks, diesmal in Türkis und darunter Doppel-CD, Rough-Fahne, Poster, Autogrammkarte, Rough-Card, die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal eine Fahne, das Album an sich, ein Poster, ein kleines Kärtchen und zum Abschluss noch eine Autogrammkarte. So, von innen die Box glattschwarz. Packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier das Album und die Fahne noch verschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, einmal die Fahne und dann haben wir natürlich auch noch das Album. Jawohl. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, also auch hier wieder dieser Helm und der Roughnecks Schriftzug, wie wir es schon vom Boxdesign kennen. Hier unten haben wir wieder drei Striche, allerdings sind diese jetzt in braun gehalten, nicht mehr in türkis. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier lesen wir zwei Discs und dieser Streifen hier ist dann braun mit dem Wort Premium in weiß. Hier lesen wir dann Rough Fiction, Roughnecks und dann haben wir die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die drei Herrschaften, die Rough Fiction bilden. Und zwar einmal Arbok 48, Crystal F und Craig Klaus. Und dann haben wir 17 Tracks auf dem Album. Plus wir haben dann auch noch zwei Bonus-Tracks auf der Bonus-CD und auch noch Instrumentals. Features sind mit dabei jede Menge und zwar Duso, Audiomax, K-Gun, Zero Zero, Anti-Helden, Schwarz, Blockmonster, Kantan 777 und Slam Coke. Also jede Menge Features. Hier gibt es dann noch die Credits und einen Barcode. Jawohl, dann schauen wir mal hinein. Als erstes widmen wir uns dem Booklet. So. Also, Cover kennen wir bereits. Hier haben wir dann die drei Streifen in Gold. Und dann haben wir hier die Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat und natürlich wer den Text beigesteuert hat. Ich bin jetzt nur etwas irritiert. Ah ja, okay. Also wir haben hier Track 1, Track 2 und dann Track 12, der allerdings hier Track 3 ist. Jetzt würde mich interessieren. Ah ja, okay. Gut, das ist offensichtlich ein Druckfehler. Ich dachte jetzt, vielleicht haben sie es so irgendwie speziell durchnummeriert oder gestaltet, aber nein. Hier geht es dann regulär weiter mit 4, 5 und 6. Was haben wir hier? Das sind wohl zwei Hände, die eine AK-47 umklammern. Jawohl, weitere Tracks.
Dann nochmal die drei Herrschaften hier, alle drei vermummt in bester Militär-Camouflage. Weitere Tracks, weitere Hände, die Waffen halten. Und weitere Tracks, jawohl, die zwei Bonus-Tracks. Zum Abschluss gibt es dann hier eine recht umfangreiche Danksagung. Also einmal von Rafiction generell und dann hier diese drei Absätze darunter, die drei einzelnen Mitglieder nochmal im Detail, Arbok, Craig Klaus und Crystal F. Und dann haben wir hier nochmal die Credits zum Album, sowie das Rafiction Logo, also der Rafiction Panzer. Ja, hier auch nochmal die drei Herrschaften in Camouflage vor ihrer Rough Fahne, zu der kommen wir dann noch. Kann man eventuell hier als Wendecover verwenden. So, genug zum Booklet. Wir packen das wieder zurück. Kommen zur Album-CD. Diese in weiß, schwarz und braun gehalten. Roughnecks lesen wir wieder in der Mitte. Und das Ganze hier mit braunem Stacheldraht umkreist, umrandet. Und dann haben wir CD Nummer 2, die hier schon etwas, ja, die ist schon rausgefallen. Machen wir mal wieder fest. So, und dieser ist in braun, weiß und schwarz gehalten. Hier gibt es dann nochmal diese drei Streifen, die drei Balken. Jawohl, so viel zum Album. Dann haben wir ein Ziehkärtchen mit dabei. Hier lesen wir, ziehste, stirbste, ziehste nicht, stirbste auch, also ziehste. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne diesen Spruch nur mit Trinken oder Saufen. Ich glaube, da gibt es diesen Typen, der irgendwie an der Bar sitzt und irgendwie sagt, seufste nicht, stirbste auch, also seufste. Ich glaube, so habe ich den in Erinnerung. Auf der Rückseite haben wir das Rough Fiction Productions Logo. Also, ja, ist natürlich ein etwas harter Boxinhalt. Und zwar ist das hier eine Plastikkarte, so von der vom Material her ähnlich wie eure Kredit- oder eure Bankomatkarte und ist dann dafür gedacht, um diverses Pulver zusammen zu kehren, um Bahnen, um Linien daraus zu machen und dann ja mit Hilfe dieser Karte oder mit Hilfe eines Röhrchens in eure Nase zu befördern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür keine Verwendung, aber es passt auf jeden Fall zum Image der drei Herrschaften. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier haben wir die drei wieder abgebildet. Also das ist das Foto, das wir auf der Rückseite des Booklets auch hatten. Allerdings hier eben in Farbe und mit Unterschriften. Alle drei haben hier unterschrieben auf dieser quadratischen Autogrammkarte. Und auf der Rückseite gibt es dann nochmal den Friedenspanzer. Ein Poster ist auch mit dabei. Und dieses sieht so aus. Ist relativ klein gefalten, klar, weil die Box auch nicht mehr Platz geboten hat. So sieht das aus. Roughnecks, einmal das Logo, das Albumcover und auf der Rückseite wieder die drei Jungs in Kriegsmontur. Ja, Sturmgewehr, Raketenwerfer und Maschinenpistole, alles mit am Start. Sieht echt nach Terrorbande aus. Nach irgendwelchen Freiheitskämpfern. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch eine Fahne. Und das ist genau die, die ich vorhin angesprochen habe. Denn wir erinnern uns, sowohl im Booklet als auch eben auf dieser Autogrammkarte, schauen wir noch einmal ganz kurz, dürfte die wohl hier im Hintergrund hängen. Und zwar haben wir hier die Fahne angelehnt an das damalige ja, RAF-Design der Roten Armee-Fraktion. In diesem Fall ist es dann das RAF-Zeichen, RUFF, dahinter die AK-47 und ein roter Stern. Und ansonsten komplett in schwarz gehalten, hier an den Rändern entsprechend vernäht. Und auf der Oberseite, unten nicht, aber auf der Oberseite an den beiden Ecken, haben wir dann auch noch hier diese Metallösen, um das Ganze entsprechend aufzuhängen. Bei dieser Fahne haben wir es zu tun mit 4Merch und das Ganze ist 100% Polyester. Ja, wo das Ganze hergestellt wurde, steht in diesem Fall nicht dabei. Unbekannterweise Grüße gehen raus. Und dann packen wir die Fahne mal wieder zusammen. Ist gar nicht so leicht, denn die ist echt riesig und auch irgendwie etwas steifer, also normale Fahnen.
So. Jawohl. Wunderschön zusammengefalten, wie immer. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne, dann das Poster beidseitig bedruckt im Querformat, beziehungsweise quadratisch, sorry. Dann die Autogrammkarte, unterschrieben von allen drei Herrschaften von Rough Fiction. Dieses Ziehkärtchen hier und natürlich das Album an sich mit insgesamt 19 Tracks plus Instrumentals. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Roughnecks von Rough Fiction. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rough Fiction unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.